So, wir gehen ganz kurz mal auf die Blockchain an sich ein. Wie vorhin schon erwähnt, ist die Blockchain, wie wir gleich sehen werden, kein Distributed Ledger-Ansatz, wenn man es einfach so einsetzt. Ist tatsächlich der Verteilungsaspekt, der kommt erst ins Spiel, wenn man dann den Validierungsalgorithmus betrachtet, das heißt jenen Algorithmus, der bestätigt, dass eine bestimmte Blockchain jene ist, die Gültigkeit hat, also die Reihenfolge der Transaktionen tatsächlich festlegt, im Gegensatz vielleicht zu einer konfliktionierenden Blockchain, die eine andere Reihenfolge von Transaktionen beschreibt. Die Blockchain an sich ist einfach nur, und da zählt jetzt wirklich, dass es nur eine Liste von Datensätzen. Diese Datensätze werden Blöcke genannt und werden miteinander verkettet. Wenn man an Algorithmen und Datenstrukturen denkt, haben wir in einer Blockchain sowas wie eine verkettete Liste, und zwar ganz spezifisch keine klassische verkettete Liste, wo ein Element auf das nächste verweist, sondern eine umgekehrt verkettete Liste, wo also jeder Block als Verweis auf seinen vorhergehenden Block, den Hash dieses Blocks, gespeichert hat. Das heißt, eigentlich ist es so, dass man in der Blockchain die Historie zurückgehen kann. Das heißt, vom letzten Block findet man jeweils den vorangegangenen Block. Während in einer klassischen verketteten Liste ja eine Vorwärtsverkettung ist oder in einer doppelten verketteten Liste Pointers in beide Richtungen gehen, ist es bei der Blockchain schon, dass sie rückwärts verkettet ist. Das heißt, vom letzten Block spannt sich eine Kette bis zum allerersten Block zurück. Recht viel mehr ist es schon nicht, diese Blockchain. Die Verkettung basiert auf Basis kryptografischer Algorithmen. Das heißt, es werden Hashwerte verwendet. Was ein Hashwert ist, haben wir schon mal diskutiert. Hier nochmal ganz kurz. Der Hash ist, oder eine Hash-Funktion ist eine Einwegfunktion, die aus einem gegebenen Satz an Daten einen Hashwert, eine Nummer im Wesentlichen berechnet, der für diesen Block an Daten möglichst eindeutig ist, der, wenn dieser andere Block manipuliert wird, sich sehr stark ändert und aus dem nicht auf den ursprünglichen Block an Daten zurückgeschlossen werden kann. Das heißt, wenn hier der Hashwert dieses vorangegangenen Blocks abgespeichert wird in der Blockchain, dann kann man den vorangegangenen Block insofern identifizieren, als dass man von allen Blöcken, die davor waren, die Hashwerte berechnet und dann jenen Block sucht, dessen Hashwert hier im Folgeblock abgespeichert ist. Das ist es einmal grundsätzlich. Das ist die Blockchain, also das ist die Kette, und als Blöcke bezeichnet man die Blockchain, oder als dieses Block in der Blockchain steckt deswegen drinnen, weil jeder Block einen Satz an Transaktionen bündelt. Das heißt, wir haben da Daten darunter hängen, die wir dann eigentlich in der Blockchain bestätigen, die nicht direkt in der Blockchain gespeichert werden müssen. Das ist wichtig, wenn es um größere Datenmengen geht, zum Beispiel Gesundheitsdaten oder so irgendwas, dann können die auch irgendwo anders abgelegt sein, über wiederum eine Hash-Referenz auf diesem Block an Transaktionen bestätigen wir, dass zu einem bestimmten Block nur ein bestimmter Satz an Transaktionen gehört. Wenn da eine dazukommen würde, wenn eine manipuliert werden würde, dann würde sich der Hash ändern und der Block hier, und also der Hash würde sich ändern und der gesamte Block hier wäre nicht mehr gültig. Das ist einmal grundsätzlich die Blockchain. Die hat mit Distributed Ledger noch nichts zu tun. Das kann man auch von einer zentralen Instanz aus machen. Das ist auch unter anderem das Beispiel, das wir hier unten angegeben haben, für zum Beispiel ein Auditing von Softwareprozessen, für Änderungen, für Transaktionen auf einem Konto, was auch immer. Da können wir Blockchain einsetzen. Das funktioniert ganz
Grundsätzlich, man kann den einzelnen Einträge, das ist vielleicht noch wichtig, das wird uns dann auch bei Bitcoin interessieren, wenn wir über das sprechen, noch signieren. Das heißt, das, was da in den Transaktionen drinnen steht, mit digitalen Signaturen versehen, sodass auch bestätigt ist, wer diese Transaktion ausgeführt hat, wenn man nicht diese Anonymitätsanforderung hat, die man bei Bitcoin hat, ist das vielleicht sinnvoll. Also digital signieren. Und dann geht es darum, braucht man jetzt diesen digitalen Konsens, diesen dezentralen Konsensmechanismus oder nicht. Bei einem Auditing-Prozess, wo es vielleicht eine Instanz gibt, die bestätigt, dass der Audit-Trail, also die Historie, die Systemhistorie, die wir abspeichern, korrekt ist, ist das vielleicht gar nicht notwendig. Auch das ist eine Blockchain, aber das ist kein Distributed Ledger. Ein Distributed Ledger, also zum Beispiel bei der elektronischen Gesundheitsakte. Da möchte man nicht, dass die Konsensfindung dezentral ist, also dass jemand vielleicht oder sich eine Community drauf einigt, was meine korrekten Gesundheitsdaten sind. Da möchte ich eine vertrauenswürdige Instanz, die das bestätigt. Dementsprechend brauchen wir keinen dezentralen Konsensfindungsalgorithmus. Die Dezentralität kommt erst dann rein, wenn die Blockchain wirklich dezentral validiert werden soll, wenn also keine zentrale Instanz bestätigen soll, dass dieser Block hier, der letzte, tatsächlich der ist, der da angehängt werden muss, also dass diese Transaktionen in der Reihenfolge gültig sind. Dazu gibt es jetzt unterschiedliche Mechanismen und wir schauen uns die zwei bekanntesten und gängigsten an. Das ist das sogenannte Proof of Work oder das Proof of Stake. Das sind die beiden Ansätze. Bei Bitcoin, dem bekanntesten Anwendungsfall der Blockchain, kommt ein Proof-of-Work-Ansatz zum Einsatz. Der ist auch vielleicht nur am einfacheren zu verstehen. Deswegen werden wir den ein bisschen ausführlicher behandeln im nächsten Video.